Die Schwester fragt, muss man in dem Land stattbegraben werden, in dem man zum Zeitpunkt des Todes ist? Es ist von der Sunna des gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass man dort beerdigt wird, wo man auch gestorben ist. Wo man auch gestorben ist. Und die Propheten speziell noch, wo genau? Genau an dem Platz. Ihr wisst, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wo ist er gestorben? Im Zimmer von Aisha radiallahu anha wa ta'ala. Wo ist er begraben worden? Im Zimmer von Aisha radiallahu anha wa ta'ala. Das ist die Sunna. Und subhanallah, ich staune über Leute, die seit zig Jahren in Deutschland leben, vielleicht 30, 40 Jahre. Und er hat seine Religion total vergessen und vernachlässigt. Aber er gibt eine Wasiya, ein Erbe an die Verwandten. Wenn ich sterbe, dann schickt mich zurück in ein islamisches Land, denn ich will nicht in einem Land der Kuffar begraben sein. MashaAllah. 30, 40 Jahre hast du hier die Sau rausgelassen. Und dann willst du nicht neben den Kuffar und du hast genauso gelebt wie ein Käfer. Staunt ihr nicht über solche Leute? Subhan al-Malik. Wenn es die Möglichkeit gibt, in einem Land auch der Kuffar, dass du muslimisch begraben werden kannst, dann ist es von der Sunna auch dort begraben zu werden. Wallahu ta'ala ala wa ala. Ist es erlaubt, den Leichnam in ein anderes Land zu fliegen und dort zu bestatten? Wie ich gesagt habe, die Sunna ist, das an diesem Ort zu machen. Okay? Aber wenn es Gründe gibt jetzt, dass man in seinem Land bestattet werden möchte, was könnte Grund sein zum Beispiel, dass man hier kein was hat, kein islamischen Friedhof oder anderes, dann, liebe Geschwister, ist es in Ordnung, dass man auch woanders begraben wird. Es ist halt die Sunna, wie ich gesagt habe, dass man an dem Ort begraben wird, wo man auch gestorben ist.